Du bist heute da zu deiner ersten Farbberatung. Du hattest noch keine. Ja. Genau. Deswegen werden wir das jetzt ganz langsam Schritt für Schritt machen. Ich werde mir erstmal so deine Haut, vor allem jetzt im Gesicht und hier, da kann man es ganz gut sehen, anschauen und auch so ein bisschen deine, deine Naturhaarfarbe, wenn es ist das die oben, dann nein. Okay, aber der Ansatz, das kann ich ein bisschen am Ansatz gucken von der Naturhaarfarbe her. Ah, und deine Augenfarbe, aber das Wichtigste ist die Hautfarbe dabei. Genau, und dann werde ich hier unterschiedliche Tücher hinlegen in unterschiedlichen Farben. Wir schauen nach hell-dunkel, nach gedeckt, kräftig und warm-kalt. Und da kommt dann am Schluss dein Farbtyp heraus. Mhm. Und dann kann man quasi sehen, welche Farben so zu dir passen. Sei es jetzt Kleidung, Make-up, Nagellack, alles Mögliche. Das kann auf alles übergehen. Okay. Gut. Hast du noch irgendwelche Fragen? So, dann kannst du dich eigentlich entspannen. Ich habe dir hier einen Spiegel hingelegt, dass du es natürlich auch selber anschauen kannst, weil es soll ja auch stimmig für dich sein, dass du das siehst. Okay. Gut. Ganz einfach, genau, entspannen. Und ich gucke mir jetzt erstmal die Haut an. Das Wichtigste dabei. Ich gucke auch schon ein bisschen nach. Weil es eben darum geht, also es geht ja bei der Farbberatung jetzt nicht darum, dass wir deine Lieblingsfarben finden, weil die kennst du sicher schon, sondern eben welche Farben schmeicheln deinem Typ. Also welche Farbe lässt zum Beispiel deine, wenn du hast jetzt keine starken Augenringe, aber wenn man zum Beispiel Augenringe hat, welche Farbe kaschiert. Das ist echt spannend, weil am Anfang denkt man sich, wie kann eine Farbe das beeinflussen? Aber ich sag's dir, die Farbe kann das beeinflussen. So, ich schau mal ein bisschen. Also für mich sieht so aus, als hättest du von der Haarfarbe her so ein mittel- bis dunkelblond eigentlich, gell? Ja. Blond, ja. Das habe ich nämlich eigentlich auch ein bisschen. Da denkt man sich immer, danke für diese schöne Beschreibung der Haarfarbe. Ich muss sagen, ich kenne fast keine Frau, die sich ihre Farbe nicht in ihre Haare nicht irgendwie färbt. Die Straßenköterblond hat. Ja. Entweder ins Dunkle oder ins Helle. Ja. Nichts gegen die Leute, die es so tragen. Das ist, darf jeder selber. So, jetzt würde ich gerne noch in die Augen gucken. Das ist ein richtig schönes Meerblau-Türkis eigentlich. Ja. Also ich habe hier schon so eine Vermutung, was der Typ ist, aber ich sage jetzt erstmal nichts. Okay. Wir wollen ja nicht voreingenommen. Man kann dann einfach so ein bisschen gucken, wie eben die Augenschatten aussehen. Und du hast jetzt auch nicht so hier so ein bisschen Rötung, aber deine Haut ist eigentlich echt toll. Dann ist es nicht so leicht. Aber genau, ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar werde ich erstmal mit warm und kalt anfangen. Okay. Ich mache aber mehrere, weil wir nehmen mal dunklere, mal hellere. Weil manchmal kann es dann zum Beispiel sein, dass es aufgrund dessen, dass es dunkel ist, nicht passt und gar nicht weiß, warm oder kalt. Okay. Ja, also, gut. Ich fange jetzt erstmal mit was ganz Krassem an. Rot. Hier haben wir ein warmes Rot, dunkel,
und ein kühles Rot. Ebenfalls dunkel. Lege ich jetzt erstmal, du kannst gerne den Spiegel dazu nehmen. Ja. Lege ich jetzt erstmal einfach hin. Lassen es kurz wirken. Dir das? Also, wir versuchen natürlich jetzt immer nicht zu viel in die, ob du die Farbe magst oder nicht, rein zu interpretieren, gell? Weil, sondern auch. Ich find's gar nicht so schlecht. Ja, muss ich auch sagen. Also, gefällt mir ganz gut. Und jetzt das warme Rot. Tatsächlich ein bisschen zu krass für meine Hautfarbe. Ich muss auch sagen, dass mir das auch zu intensiv ist, weil dann geht alles andere so ein bisschen unter. Okay, also die erste Stimme ist, weil es geht jetzt gerade nur um warm oder kalt. Ja. Die erste Stimme ist für kalt. So, jetzt nehmen wir mal einen stärkeren Kontrast. Einmal ein dunkles Blau, ganz eindeutig kühl, und ein Orange. Kannst du mal einen ersten Eindruck gewinnen? Ich habe auch schon einen. Nehmen wir mal hier mit. Ein relativ dunkles, warmes Orange. Finde ich jetzt irgendwie nicht so. Ist auch mein Gefühl. Finde ich das Blaue besser? Es ist besser. Es ist auch nicht perfekt, finde ich, aber es ist besser. Gut. Also, auch hier Stimme für kühl. Jetzt werde ich nochmal zwei. Einmal ein helles Blau für kühl und ein helles Gelb für warm. Die hellen Farben sind immer ganz interessant bei hellen Hauttypen. Mhm. Ich finde, diese hellen Farben können einen entweder ganz blass machen oder halt was Positives hervorheben. Das ist immer ganz. Kann sein, dass eine andere Nuance oder zum Beispiel ein kühleres Gelb mehr passen würde. Aber wenn ich das jetzt so nicht der Haut gelb. Töne blau. Also meiner Meinung nach viel besser. Viel besser. Gut, jetzt hatten wir drei Stimmen für kühl. Nächstes kommt hell oder dunkel. Das heißt, ich werde mir jetzt eine kühle Farbe nehmen und davon einmal das helle und einmal das dunkle nehmen. Okay. Und auch mal so ein mittleres. Das machen wir, weil manchmal ist es dann zu hell. So. Wir haben jetzt unterschiedliche Grüntöne, die sind nicht alle. Warm. Nee, kühl, sorry, nicht alle kühl. Das komme ich schon. Also die Farbe liebe ich ja. Aber das
Das ist jetzt nur meine persönliche Präferenz. So, wir haben jetzt ein helles, mittleres und dunkles, kühles Grün. Lass es erstmal kurz wirken. Mhm. Und dann werde ich wieder die einzelnen Stoffe hinlegen. Ich fange mit dem hellen an. Haut. Ja. Das ist immer schwierig. Es gibt schon, gerade zum Beispiel das Grau, was du anhast, das passt ja auch gut. Ja. Das Grün. Wir müssen auf jeden Fall noch was anderes probieren, weil Grün ist grundsätzlich natürlich auch eine schwierige Farbe, ja, die nicht jeder mag. Mittel. Finde ich schon besser. Ist nicht mehr gar so arg. Ja. Ja, das ist aber eine sehr schöne Farbe an sich. Okay. Jetzt nehmen wir noch ganz basic von weiß nach schwarz. Für die. Weil die meisten mögen eigentlich weiß und schwarz. Ja. Und grau. Und das ist dann so für die Tendenz. Das ist auch sehr. Ich will noch was Mittleres. Und dunkel. Ich finde weiß schon schön, aber es ist sehr hell. Ja, ich glaube, wenn du jetzt ganz in weiß angezogen wärst, würden auch schon so ein bisschen die Augenringe mehr rauskommen. Weil das ist ja natürlich ein Kontrast. Ja. Dann total fällt. So, mal nichts. Also ich finde, das passt auf jeden Fall. Ja. Das ist schon eher dunkel auch, gell? Schlecht, wenn es rauskommt. Nee, schwarz geht gar nicht. Schaut richtig blöd aus. Genau. Nee, aber kann es auf jeden Fall gut tragen. Ich würde jetzt nochmal ein helleres Grau, ja, nehmen. Das ist nicht ganz hell, aber heller. Das ist jetzt fast wieder ein Total. Aber ich finde trotzdem fast das hellere. Das ist besser, gell? Mhm. Ja. Lass mal eine kurze Pause machen, ablegen. Also wir haben jetzt eher kühl, eher hell, aber auch nicht zu hell. Das letzte, was wir noch testen, sind grelle Farben versus so gedeckte Farben. Da geht aber auch ein Zwischending. Also da muss jetzt nicht entweder ganz grell oder ganz gedeckt rauskommen. Hier haben wir zwei, die sogar relativ nah beieinander liegen. Ja. Ich weiß wieder grün. Das ist die, die wir schon hatten. Das ist sehr, sehr gedeckt. Weil vielleicht, ja, wir ziehen zwei Grüntöne. Einmal sehr gedeckt und sehr grell. Ja. Sieht man ganz gut. Ich finde das intensiver. Ja.
Oder magst du die schon ganz? Doch, ist okay. Doch. Könnte ich mir schon vorstellen bei dir. Gedeckt. Und grell. Da finde ich das Grelle auch besser. Ja. Also ich finde das so mit diesen gedeckten Farben, dass halt so ein bisschen in deiner Hautfarbe ja. so verschwimmt. Egal. Dann machen wir jetzt gleich die Auswertung und dann werde ich nochmal einfach ein paar Farben aussuchen, die zu dir passen und die dir dann einfach nochmal zeigen. Und du sagst, ja, passt, passt nicht, weil nur weil etwas in deiner Farbpalette ist, heißt es nicht, dass du sie mögen musst. Ja. Ich habe jetzt mal ein paar Farben für dich ausgesucht. Du bekommst natürlich auch noch die ganze Palette, ja, also kriegst die ganzen Unterlagen. Um zu gucken, weil man will ja vielleicht auch Make-up, trägt man ja jetzt vielleicht nicht dieses Lila. Ja. Genau. So. Genau, so ein paar von den Farben hatten wir ja sowieso schon, aber ich wollte trotzdem nochmal zusammentragen. Fangen mit diesem, was wir gleich am Anfang gesagt haben, wunderschönen Dunkelgrün an. Das passt wirklich perfekt zu dir. Ja. Falls du da noch nichts hast in deiner Garderobe, das würde ich vielleicht beim nächsten Einkauf. Greif doch zu den Farben, die man halt immer hat und kennt. Ja. Und, aber das passt wirklich wahnsinnig gut. Und auch dieses Violett, was wir auch schon mal. Auch das kann sogar noch total kräftiger sein. Also das Blau. Würde man vielleicht auch nicht denken. Ja. Ich kann mir auch bei so kräftigen, bei den kräftigen Farben, ist ja momentan auch so in so dieses Statement Blazer, ja. dass man quasi ein relativ neutrales, grau-weiß, schwarzes Outfit hat und sich dann Statement Blazer oder auch Strickjacke in einer kräftigen Farbe holt, weil es dann nicht so zu viel wird. Auch für den Alltag, meiner Meinung nach, ganz gut, ganz realistisch ist. Das auch, und das sehe ich schon auch. Deine Haare sind ja gefärbt. Ich finde, das passt sogar auch sehr gut dazu. Ja, das stimmt. Aber man muss natürlich auch schauen, dass sich die Farben nicht mit den Haaren beißen, gell? Ja. Zum Beispiel bei dem Rot, was auch gut zu dir passt. Welchen Ton man dann nimmt. Ja. Genauso die zwei. Auch absolut deine Farben. Und dann habe ich auch, weil es sind auch einige noch ein bisschen hellere Farben dabei. Da habe ich beispielhaft nochmal das Grau. Ja. Genau, dieses Grau ist auch sehr gut für dich. Okay. Hast du noch Fragen? Nee. Bist du damit zufrieden? Ja. Genau, ich habe glaube ich noch gar nicht gesagt, was für ein Typ das ist. Ich habe dir nur die Farben gesagt. Und zwar ist es der Cool Summer Typ. Okay. Ja, das passt wie gesagt optimal zu deiner Originalhaarfarbe. Und deswegen muss man natürlich immer gucken, wie die mit deiner gefärbten Haaren wirken. Aber haben wir schon gesehen, ein paar passen ja trotzdem dazu. Okay. Gut, du kriegst dann noch die Farbpalette und dann wünsche ich dir jetzt dann bald fröhliches Einkaufen. Dankeschön. Darf, oder zu Weihnachten darf man sich da ein bisschen was gönnen. Mit Sicherheit. Ja? Okay, gut, dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal für eine andere